Der Ausgangspunkt, Sie heute hierher einzuladen, ist ja zunächst einmal, dass wir Sie regelmäßig informieren wollen über die Entwicklung dieser Baustelle. Aber Sie werden sehen, es gibt also tatsächlich auch erkennbare Fortschritte, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Insbesondere lässt sich jetzt feststellen, dass wir kurz davor sind, dass die allerletzten Abrissarbeiten beendet werden und wir praktisch die destruktive Phase komplett verlassen und in die konstruktive Phase übergehen. Dass wir letztlich in der konstruktiven Phase schon drin sind, bemerkt man daran, dass wir Ihnen nachher zeigen können, wie weit wir mit der Herkuleskeule sind. Der Rohbau für die Herkuleskeule ist nämlich weitestgehend abgeschlossen. Das heißt im Grunde genommen, für die erste Kulturinstitution können wir im Grunde genommen zumindest den Rohbau schon mal feststellen, dass er existiert, dass er errichtet worden ist. Die Herkuleskeule kann man natürlich in der Gestaltung und der Gestalt noch mal viel deutlicher die Abrisse wahrnehmen. Das Gleiche geht noch mal, die Höhe, die wir jetzt hier haben, geht nochmal in den Keller runter. Die Herkuleskeule ist rohbaumäßig abgeschlossen und wir werden jetzt die Decken des Konzertsaales vorantreiben. Die Rückbauten, die Fassaden, die Oberflächen, die Natursteine, die sich am Gebäude befanden haben, die sind zurückgebaut worden und die werden eingelagert und die Fassade wird auch dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Mit dem vorhandenen Baumaterial, das wird sicherlich an dem einen oder anderen Stelle ergänzt werden müssen, aber die Fassade an sich, sowohl was die Glasfassade als auch was die Natursteinfassade betrifft, wird in dem bauzeitigen Zustand erhalten bleiben. Sie wird bauphysikalisch aufgewertet werden, das heißt wir werden eine Dämmung, wir werden die Fassaden mit der entsprechenden Dämmung versehen, wir werden die Metallbaufassade, die ja ursprünglich noch neu erstellt werden sollte, werden wir jetzt im Bestand erhalten. Wir haben Untersuchungen vorgenommen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Fassade bauphysikalisch so weit aufwerten können, dass wir sie im Bestand erhalten können. Das haben wir in sehr intensiver Abstimmung mit der Denkmalpflege gemacht. Das ist natürlich ein Augenmerk, auf das die Denkmalpflege sehr viel Wert gelegt hat, diese Fassade in ihrem Bestand zu erhalten. Und da waren wir auch sehr froh, dass wir es machen konnten. Das hatte verschiedene Verschiebungen gehabt. Letztendlich ist es für die Ausführung der Fassade letztendlich erstmal billiger, muss man tatsächlich so sagen. Dafür haben wir Aufwendungen in anderen Bereichen, in der Haustechnik haben wir, das geht ungefähr auf null aus.